lieben Leute von heute und herzlich willkommen zum großen Finale von Resident Evil 2 Claire. Wir haben endlich im letzten Part den Impfstoff hergestellt, nach einigem Rumgesuche und Unsicherheiten. Aber jetzt geht's wieder. Ja, das können wir ja machen, die Sicherheitsdiskette einlegen. Die haben wir zum Glück dabei. Ich hoffe, meine Heilung reicht. Aber sollte. Wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle. Was ich mal nicht hoffen möchte. Jetzt haben wir wieder unser schönes Zeitlimit von 5 Minuten. 5 Minutes until detonation. Ja, ich weiß. Obwohl für den Anfang war ja das Gewehr wirklich noch ganz gut, deswegen das lasse ich erstmal eigentlich ausgerüstet. Ja, natürlich möchte ich das. Was denkst du denn? Lass dir ruhig Zeit, Fahrstuhl. Vielleicht ist Säure im Moment ja doch noch besser. Auch wenn ich leider nicht mehr viel davon habe. Aber naja. Immerhin scheine ich ihn getroffen zu haben. Der läuft mir gar nicht hinterher. Ist ja nett von ihm. Oh doch, er kommt, 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 er kommt. Wow! Nein, lauf! Lass mich doch mal vorbei! Wow! Oh shit! Shit! Nein! 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 Bitte nicht instant dead! Oh boy! Steh auf! Oh! Oh, ich bin auf gelb? Seriously? What the fuck? Ich heile mich trotzdem sicherheitshalber, bevor der mich jetzt killt. Ach ja, da war ja was. Bäh. Gut. Aber der war auch gerade ein bisschen verbuggt am Schluss, glaube ich. Da hatte ich echt Glück. Tschö, Birky. Oh no! Claire! Hurry!
am I? It worked! Oh, Sherry, you're gonna be okay. Thanks, Claire. It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Ah, my God has protected you. It will always be with you. Jetzt bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Schön. Wir haben es mal wieder geschafft, liebe Leute. Wir haben Resi 2 wieder durchgespielt. Also, naja, zur Hälfte, sag ich mal. Ne? Leon B. wird ja noch kommen. Der Ärmste hat dann eine Menge zu tun. Er muss jetzt sich dann am Schluss ja auch noch um Sherry kümmern und so. Aber, ja. Also in dieser Hinsicht kann man echt sagen, für Leon ist es besser, er hat das A-Szenario. Weil im B-Szenario ist schon scheiße, weil da verliert er ja auch Ada quasi. Und dann muss er auch noch sich da noch den Schmerz verarbeitend sich um Sherry kümmern, hat er noch den scheiß Endkampf hinterher gegen Mr. X und Mr. X sowieso an der Hacken. Ach, das wird nicht schön für ihn und nicht schön für mich. Aber hier war ich jetzt echt gut mit Claire A. Ich war zwar manchmal so ein bisschen verwirrt, weil ich manche Sachen falsch in Erinnerung hatte oder, naja, auf jeden Fall halt anders. Und musste ein bisschen rumsuchen, aber im Großen und Ganzen kam ich ja klar. Gerade am Anfang bin ich ja wirklich da durchgerusht wie sonst was. Und, ja, war auf jeden Fall wieder cool. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Natürlich wieder Sachen auch in Erinnerung gerufen. Und, die Story ist wirklich nach wie vor einfach nur muah. Also egal, ob man jetzt Leon A und Claire B oder Claire A und Leon B spielt, die Story ist so oder so, egal auf welche Art sie erzählt wird, egal ob Sherry jetzt dann infiziert ist, zum Beispiel in der einen Variante der Geschichte oder halt nicht, und dann gerettet wird, es ist immer toll. Es ist einfach so, Resi 2 ist einer der besten Teile der gesamten Serie und das wird er wohl auch immer bleiben. Das Remake kommt nicht ran und viele Resi-Teile kommen nicht an diesen Resi-Teil ran. Definitiv nicht. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf unser Ranking. Weil ich bin kein einziges Mal diesmal gestorben. Ich habe kein einziges First Aid Spray benutzt und nur, was war das jetzt, 5 oder 6 Mal gespeichert. Das ist ja auch wirklich nicht viel gewesen. Von daher, es kommt jetzt wahrscheinlich sehr auf die Zeit an. Deswegen, da bin ich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe ja am Ende leider viel rumgesucht, wie gesagt, oder zwischendurch bin ich auch stehen geblieben, habe was erklärt. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie das die Zeit, wie schlimm es die Zeit beeinflusst hat, besser gesagt. Da bin ich jetzt sehr gespannt. B? Warum? War ich so langsam, dass ich nur ein B verdient habe? Anscheinend. 4 Stunden 16 ist dafür wohl einfach zu lang. Ey, ich wette, Leute, hätte ich diese 16 Minuten nicht gebraucht, sag ich mal, dass ich unter 4 Stunden gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich noch ein A geworden. Da gehe ich ganz stark von aus. Weil sonst habe ich ja alles richtig gemacht. Auch ist das ärgerlich, dass ich jetzt nur deswegen ein B habe, nur weil ich ein bisschen rumgesucht habe und verwirrt war. Ach, das ärgert mich jetzt wirklich. Aber naja. Schade. Schade, schade, Marmelade. Aber naja, okay, was soll's. Davon geht die Welt nicht unter. Ja, war ja ein kurzer Part fürs Finale, ne? Gerade mal 10 Minuten jetzt hier. Aber reicht ja auch. Muss ja nicht immer so endlos lange sein. Das große Finale haben wir. Aber das mit dem B, das nagt schon so ein bisschen gerade an meiner Gamer-Ehre, muss ich sagen. Das ärgert mich. Wieso habe ich ein B? Ich will mich da in A. Ach, doof. Wo ich für Leon B in A hinkriegen werde, ich bezweifle es. Mit Leon werde ich garantiert mindestens auch einmal sterben.
Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber na gut, okay, was soll's, ne? Ist jetzt halt so und ja. Wir können's nicht ändern. Na gut, okay. Ja, ich würde mal sagen, war schön wieder mit euch. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann jetzt gleich schon im nächsten Part eigentlich wieder. Mit Leon B. Hier bei Resident Evil.